Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Smallland. Wir stehen hier vor unserem Tierpark, vor der Mauer. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann man die Mauer irgendwie ein bisschen verschönern, indem man probiert, irgendwie ein Bild oder sowas auf die Mauer zu machen. Und ich hatte überlegt, das hier mal anzufangen. Ich weiß nicht, wie viel Platz wir hier brauchen und ob ich hier vielleicht irgendwie einen Käfer oder sowas draufkriege, also irgendwas Einfaches. Und dazu würde ich gerne diese Würfel benutzen. Diese hier, und zwar auf der kleinsten Größe. Und ich würde probieren, irgendwie einen Käfer hinzubekommen. Ich bin am Überlegen, rasten die hier irgendwo ein? Okay, der rastet hier nirgendwo ein. Ich bräuchte irgendwo was, wo der Würfel einrastet. Okay, hier unten rastet er ein. Das nehme ich mal als Vorgabe. Dann ist die Frage, in welcher Höhe fangen wir an? Ich glaube, das hier ist so relativ durchgängig bis hinten. Ich würde in der Höhe hier anfangen. Und jetzt brauchen wir irgendwie einen runden Körper für einen Käfer, würde ich sagen. Vielleicht so ein Marienkäfer oder irgendwas. So, und dann gehen wir vielleicht zwei nach oben. Achso, ich muss ja nur hier auf zwei. Ich baue mir mal hier sowas zum Klettern. Ich muss es ja aus verschiedenen Höhen auch bearbeiten können. Vielleicht hier neben noch was hin, wenn wir nach ganz oben müssen. So irgendwie. Dann stellen wir das wieder auf klein um. Jetzt die Frage, gehe ich jetzt hier nach oben oder gehe ich noch eins raus? Ich würde irgendwie einen runden Körper probieren. Das ist jetzt die Frage. Ich könnte noch eins rausgehen. Also wir können ja mal ein bisschen probieren. Dann wäre quasi das so der unterste Teil von dem Körper. Und jetzt müsste ich nach oben gehen. Da würde ich vielleicht einfach gerade nach oben gehen. Wobei die Frage ist, wenn ich das symmetrisch bauen möchte, könnte ich natürlich auch das Ganze mal so machen. Und vielleicht mal, wenn wir hier in der Mitte eine Linie hochziehen. Weil es ja wie so im Prinzip so ein Käfer hat ja wie so zwei Flügel links und rechts. Und damit würden wir im Prinzip die Flügel teilen. Die Frage ist nur, wie hoch wir dann die Flügel machen. Ich mache das jetzt einfach mal hier so eine Linie hoch. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, wie breit wir den bauen. Vielleicht so. Hätten wir 5 hoch. Sind wir gleich? Ah, hier bin ich nicht gleich. Hier habe ich, Moment. Da bin ich eins weiter rausgegangen. Quasi da bin ich hingegangen. So wäre ich wieder auf der gleichen Höhe. Dann wäre das hier quasi unser Körper. Zumindest unser Unterkörper. Hier hätten wir die Flügel. Und dann müssen wir da irgendwie einen Kopf dran basteln. Die Frage ist, Kopf dran basteln. Wir müssen ja oben auch irgendwie wieder zusammengehen. Wenn ich das hier so mache, ich brauche ja irgendwie so eine bisschen so eine Form wie so ein Käfer.
Keine Ahnung, ob mir das gut gefällt. Das wäre auf jeden Fall so unser Körper vom Käfer. Und jetzt brauchen wir irgendwie oben einen Kopf dran. Ah, vielleicht baue ich hier gerade mal noch ein bisschen was höher, damit ich besser dran komme. Jetzt müssten wir hier irgendwie einen Kopf dran bauen. Das wäre quasi der Kopf. Und oben vielleicht irgendwie so Fühler dran. Es sieht ziemlich platt aus. Vielleicht setze ich die noch eins nach innen. Quasi hier dran. Ich bin am Überlegen. Wir können uns das ja gleich nochmal angucken. Wir müssten jetzt auf jeden Fall. Ich reiß die mal hier ab. Jetzt haben wir eine Grundform von unserem Käfer. Vielleicht gucke ich mir das mal von weiter hinten an. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Hat schon so ein bisschen Käferform. Auch von der Höhe her ganz cool. Jetzt müsste ich Beine dran bauen. Ich glaube, wir haben. Ich muss mir erstmal nochmal den Käfer angucken. Haben die. Ich glaube, die haben auf jeder Seite drei Beine, oder? So, ihr Kleinen. Da vorne haben sie diese zwei Fühler, die haben wir jetzt. Und dann haben sie zwei Beine, die irgendwie so nach hinten gehen. Und ein Bein geht so nach vorne. Diesen Strich haben wir gebaut. Wir müssen uns sagen, was wir die Punkte ausdenken. Und den Kopf haben wir. Vielleicht können wir auch irgendwie die Augen simulieren. Aber jetzt fürs Erste würde ich sagen, ist gar nicht so verkehrt. Also rot kriegen man ja auf jeden Fall nicht hin. Ich würde dann halt einfach grün nehmen. Die Frage ist, wo baue ich die Beinchen dran? Und vor allem, wie bauen wir die Beinchen? Entweder müsste ich die hier irgendwie so bauen. Und dann ist die Frage, wie lang wir die bauen. Wir gucken einfach mal, wie es aussieht. Und jetzt habe ich zwei rausgebaut. Und drei nach unten, da wäre ich hier. Ich probiere das mal. So. Die wären jetzt eigentlich gleich lang. Nur die wären hier nur zwei und zwei nach unten. Hier habe ich eins und drei. Und jetzt müssten wir quasi gucken, ob ich das hinbekomme. Hier oben noch irgendwo Beinchen dran bauen. Vielleicht so. Das wären im Prinzip dann die Beinchen, die nach oben gehen. So vom Käferansatz her eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich weiß, ob ich die noch eins länger machen soll oder ob ich die hier komplett rüberziehe. Wobei ich finde das. Ich könnte die noch eins runtersetzen. Wobei es eigentlich auch schon okay ist, so wie es ist. Ich muss noch mal hier kurz. Was ausprobieren, was ist, wenn ich das hier so nach innen setzen würde? Dann müsste ich hier irgendwie zwei Augen hinmachen.
Da zwei Augen hin. Hier haben wir die Fühler. Ich könnte die noch länger machen. Die Frage ist, ob das länger so gut aussieht. Dann hätte ich die zumindest genauso lang wie die anderen. Immer mit vier Klötzchen. Ich gucke mir mal das von Weitem an. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Jetzt ist die Sache, ich würde gerne noch Punkte reinmachen. Und hier ist die Frage, wie mache ich die Punkte rein? Also einfach so Würfel reinsetzen? Wir könnten da oben Punkte hinmachen. Quasi, dass ich hier irgendwie vielleicht sowas mache. Zwei oder einen ist halt die Frage. Ich probiere es mal mit einem. Dann hätten wir jetzt hier so drei Punkte. Und auf der anderen Seite irgendwie vielleicht nicht so genau gleichgesetzt. Und wir da und da Punkte. Okay, Moment. Ich brauche mal Materialien. Eisensplitter. Ich weiß gar nicht. Pyrit. Das brauche ich, glaube ich. Ich würde jetzt probieren, mit diesen Würfeln die Augen zu machen. Schwierig, schwierig. Gefällt mir nicht so gut. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Was ist denn, wenn ich hier so einen Würfel mache? Kriege ich, wenn ich den so drehe und den quasi so habe, kriege ich den daneben? Den kriegen wir daneben gesetzt. Dann wäre das eine Option. Dann könnte ich vielleicht sogar sagen, oh, was jetzt passiert? Ich bin rausgetappt aus dem Spiel. Ich könnte probieren, die Augen so darzustellen. Und dann nehmen wir hier halbe Hölzer, also die hier quasi. Die muss ich nur einmal noch drehen. Wobei, nee, halbe. Ich müsste das grün machen. Ich wollte das grün machen. Ich wollte den Käfer irgendwie grün machen. Quasi so. Wir gucken mal, wie das aussieht, wenn ich das fülle. Rote haben wir ja leider nicht, sonst würde ich. Wo habe ich denn das hingebaut? Oh, den hatte ich hier doppelt gebaut. Muss gleich noch das Material aufsammeln, was ich hier zwischendrin verbaut habe.
Erstmal hier alles aufsammeln. Glaube, ich habe alles erwischt. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ich meine, die Augen, naja. Rum mit den Fühlern bin ich noch nicht ganz so zufrieden. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber es sieht schon aus. Es hat schon Käferform. Eigentlich bin ich ganz zufrieden. Die Sache ist, die Punkte könnten eventuell noch ein bisschen größer sein. Oder wir machen die Punkte auch aus Metall oder aus Stein in einer anderen Farbe quasi, weil die ja so schwarze Punkte haben. Dann müsste ich auch noch. Wir machen die Punkte mal aus Stein. Habe ich dafür überhaupt genügend Material für dieses Steinwürfel? Ton brauche ich. Habe ich noch Ton da? Hier, 50 Ton. Nehmen wir mal Steinwürfel. Muss ich hier noch mal ein bisschen mich nach oben bauen. Die auf 0,5. Dann muss ich die hier noch mal entfernen. Jetzt die Frage, ob die in der Größe okay sind. Oder ob ich zwei machen soll. Ich könnte zwei machen. Hier könnte ich die ein bisschen nach unten versetzen. Also das würde passen. Ich probiere mal eine Seite aus, wenn ich die mit zwei mache. Vielleicht auch hier Nebenpunkte. Dann könnte ich die hier doppelt machen. Und dann könnte ich den hier an die Seite setzen. Oder nach oben. Ich probiere mal beide Seiten geradeaus. Aber wenn die sich berühren, finde ich es halt wieder nicht so gut. Ich glaube, mit einem Punkt war es schon besser. Ich glaube, ich lasse das mit einem Punkt. Wir könnten vielleicht noch einen Punkt irgendwo hin machen. Oder wären das dann zu viele Punkte? Ich lasse mal auf beiden Seiten die drei Punkte. Okay, gucken wir noch mal drauf. Sechs Beinchen, die Fühler, da haben wir die Augen und hier haben wir die Punkte. Ich finde den Käfer eigentlich ganz gut geworden. Oh, ich sehe gerade da oben. Ist noch Holz und Rinde. Ich würde sagen, ich lasse den so. Vielleicht, dann machen wir noch irgendeinen Käfer auf die andere Seite. Müssen wir mal gucken, vielleicht, oder vielleicht kriegen wir auch eine Biene oder vielleicht eine Libelle oder sowas hin. Da muss ich mal überlegen, wie wir das machen. Aber so für meinen ersten Versuch finde ich den Käfer eigentlich ganz in Ordnung. Ja, auf jeden Fall haben wir unsere Mauer jetzt schon mal ein bisschen verschönert. Und vielleicht machen wir in der nächsten Folge noch einen zweiten Käfer hier auf die andere Seite oder irgendein anderes Tier. Ich muss mir mal die Tiere angucken, was da vielleicht noch relativ
einfach zu realisieren wäre. Der Käfer war jetzt wirklich einfach. Wir haben einfach einen Körper gebaut, ein paar Beinchen, ein paar Fühler und die zwei Augen. Wir könnten das noch verschönern, indem wir hier vielleicht noch Dreiecke verwenden. Wenn wir hier Dreiecke verwenden, würden wir vielleicht den Körper sogar noch ein bisschen besser darstellen können. Wenn ich hier Dreiecke verwende. Oh, es lässt mir jetzt schon wieder keine Ruhe. Ich muss es tatsächlich hier bei dem einen Bein mal ausprobieren. Wenn wir das so machen würde. Na komm. Ist ein bisschen dünn, das Beinchen. Aber irgendwie gefällt mir das mit den Blöcken ein bisschen besser, weil das hier so dünn ist. Und dann könnte ich ja hier überall diese Blöcke noch ranmachen. Aber irgendwie, ich weiß nicht so ganz. Ich lasse das erstmal mit den normalen Blöcken. Wie habe ich das jetzt hier gebaut gehabt? 3. Na komm. Warum will der hier nicht? Wir lassen das erstmal so. Sieht eigentlich ganz cool aus, der Käfer. Okay, dann war's das mal wieder für diese Folge. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.